Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einem Demo-Test, wie auch immer. Das Spiel Heavy Cargo ist als Demo entstanden, beziehungsweise rausgebracht worden. Und naja, sagen wir mal so, der Mauspfeil ist irgendwie weg, obwohl es Fenstermodus ist, der ist hier nirgendwo mehr zu sehen. Ich möchte mit Q weiter, es geht nicht. Escape bestätigen. Der reagiert hier aber überhaupt nichts mehr irgendwie. Ah ja, da gibt es jetzt ein Profil, das wählen wir einfach mal aus. Ich muss mal gucken, ob wir hier überhaupt irgendwas wuppen können. Aktive Mission Tutorial Part 1. Okay, ah, jetzt haben wir auch unsere Maus mehr oder weniger. Ach, wir haben eine Dame. Ja, ist ja nett. Hallo, Schätzelein. Du siehst so ein bisschen aus, als wenn du keinen Bock hast. Okay, schließe alle Aufgaben ab. Was? Oh. Vielleicht zwei von denen. Space. Hinhocken. Left Control. Ach so, die Steuerungstaste links. Ah ja, okay. Nach links rotieren. Maus left. Right. Ach so, Wheel up. Wheel down. Einsteigen mit F. Okay. Wie komme ich denn aus diesem beschissenen Modus wieder? Ah ja, okay. Und einsteigen mit E. Haha. Ah ne, mit F. Hey Neuling, bereit uns zu helfen? Mach dich mit dem Wagen vertraut und komm her. Wohin? Wollen wir mal gucken, ob das. Also. Das Gaspedal funktioniert, aber Fahrzeug zurücksetzen. F9, Radiosender wollen wir nicht, Außenansicht wechseln. F2. Warum muss das Ding so einen beschissenen Sound haben? Motor starten, der läuft. Handbremse lösen, Space. Ah ja, okay. Oh. Also das finde ich jetzt schon mal cool, dass dieses Lenkrad tatsächlich. Schon drin ist, ohne dass man großartig was machen muss. So, welchem Navi soll ich denn folgen? Wohin? Wo soll ich denn laut dem Navi hinfahren? Ich verlasse den Aufgabenbereich. Na gut. Drehe ich eben wieder um. Das Navi zeigt ja auch nicht an, wo ich hin soll. So, warte mal. Erstmal wahrscheinlich drauf auf dem Hof. Damit ich ihn verlassen kann, oder? Ist kein Navi. Auto ist ja schon ganz schön, aber ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wenn man sich mal so überlegt, ne, der ETS hat so einen geilen Motorsound.
So. Eieieiei. Junge, du. Abgestürzt oder was? Kann nämlich nicht mehr laufen. Haha. Das Mausgezappel ist gerade ein bisschen grausam. Alter, hör mal auf. Kann ich die alte irgendwie zurücksetzen? Ja, okay. Steige in den Transporter an. Ja, ich würde ja gerne, ich weiß nur nicht mehr wie. Es geht nicht. Optionen. Tastenbelegungen. Taskmaster, Shifter, Sim-Tasks. Würde der laufen? Driver, WSAD. Auf dem Keyboard. Der Truck Driver, ja, er läuft aber nicht. WASD. Restore Defaults. Yes, okay. Da läuft nix. Mit Joystick auch nicht. Ach, okay. Also das Lenkrad muss hundertprozentig gerade stehen. So, ich kann also einsteigen. Genau, jetzt sitze ich drin. Verlasse den. Ah, mit dem Wagen. Mit dem Wagen geht das jetzt. Weiß ich nicht, warum da zwei waren. Mal gucken, was hierbei rauskommt letztendlich. Also bis jetzt muss ich sagen, was die Steuerung vom Fahrzeug angeht, dass das Lenkrad ohne Probleme erkannt wird, das ist erstmal top. Hier im richtigen Leben. Bin mal gespannt, was die Spiel kostet. Also es interessiert mich schon irgendwie. Muss ich sagen. Fahrmann. Hau ab. Oh, ich habe eine rote Ampel überfahren. Das ist jetzt aber schlimm. Die Steuerung muss man sich erst ein bisschen gewöhnen. Hey Neuling, noch unterwegs? Sie haben vergessen, ein Foto von den Leitplanken zu machen. Was für ein Foto? Auch von denen da. Okay, also Werkzeugmenü öffnen. C. Ach du Scheiße, er muss hier eine ganze Menge machen, wa? Von der Leitplanke, ja? Okay. Macht hat er jetzt kein Foto, ha? Huh?
Ach so. Und jetzt wieder ins Auto, okay. Und weiter. Warum wollen die ein Foto von den Leitplanken? Also ich bin gespannt, es ist ja erstmal nur eine Demo, wo das Ganze später hingeht. Also man muss schon mal eine Menge machen. Und man kann aussteigen vernünftig. Soll ich jetzt hinkommen oder was? Okay. Wird geladen. Und was muss ich jetzt fahren? Wird ja spannend. Ach so, R weiter, okay. F weiter. Steige aus dem Transporter aus. Unser Fahrer ist ausgefallen. Nee, ist klar. Und dann kann ich jetzt in den LKW einsteigen. Okay. So. Das kann ja lustig werden. Wie war die Kamera draußen? F2, ne? Eieieiei, das kann nur in die Hose gehen, wenn ich sowas mache. Glaube ich noch ein bisschen holperig das Ganze. Kann das sein? Fahren wir mal lieber so ein bisschen mitten auf der Straße. Das ist mal eine Hausnummer jetzt, ne? Na, ich denke mal, das wird diesmal im Demo noch nicht so kompliziert sein. Hoffe ich. Die hätten dem aber auch mal. Die hätten dem aber auch mal einen Motor verpassen können, oder? Oder? Stelle voraus. Okay. Sollen wir Aufgabe annehmen? Start Cross, was? Ach so. Ah, okay. Das ist ja cool. Also ich könnte das Ding auch mit dem Controller spielen. Was soll ich denn jetzt machen? Gehe zur Werkzeugkiste. Welche Werkzeugkiste? Ach da. Den Schrauber nehmen. Hallo. Der will den Schrauber nicht. Ah, jetzt. Vor die Leitplanken stellen. Vor welche? Oh, die Leitplanken ab. Nur eilig hat der das nicht.
Welche Leitplanken soll ich denn abbauen? Hier müssen wir rum oder was? Die hier oder wie? Ah ja, die haben wir ja vorhin fotografiert. Ist auch ein bisschen tonlos, der Kleine. So. Noch mehr. Okay. Okay. Ach, hier auch noch. Ah. Okay. Also man muss ja schon eine Menge machen irgendwie. Und jetzt? Wo soll die jetzt noch hin? Mal. Okay. Palette verstauen. Scheiße. Ich die denn jetzt auch schon nehmen? Okay, das ist cool. Mein Gott, es ist jetzt hier wahrscheinlich eine Demo, wirklich Early Access, keine Ahnung was. Ich bin gespannt, was der Spaß kosten wird. Wie viele Leitplanken muss ich denn hier abschrauben? Zweck. Ah, hier ist noch. Muss ich doch die Ampel bestimmt auch wegflexen, oder? Fragt mich gerade, wenn das Ding da stehen bleibt, das hier auch, warum wir die Leitplanken weg müssen. Ja, die Sounds fehlen noch. Höre ich jetzt tatsächlich nicht. Leitplanke kommt weg und die Ampel bleibt stehen, oder wie? Hm. Hier zur Werkzeugkiste. Ups. Den zurücklegen. So. Zum Marker laufen. Ah, okay. Gute Arbeit. Okay. Jetzt darf ich weiterfahren, oder wie? Ah ja, okay, sei vorsichtig bei der nächsten Kurve. Du musst einen großen Bogen fahren. Dann gucke ich mir das doch am besten mal von außen an, oder? Na, dann gucken wir mal. Die Frage ist, ob das Ding hinten ausschwenkt, aber ich glaube nicht, ha? Wenn ich jetzt hier außen diese blöden Hütchen hier reinfahre, muss ich einen großen Bogen fahren. So, also das Ding, was ich ein bisschen blöd finde, dass ich. Ohne Hütchen umschmeißen wird das nix, ha?
Oder klappt das? Bisschen holperig. Ah, paar Hütchen weg, aber mein Gott. Muss einen großen Bogen fahren. Ja, wie groß soll ich den denn fahren? Wo soll ich denn her? Weil lässt sich die Maus nicht steuern? Man lässt sich die Maus nicht steuern, wenn du fährst. Das ist ein bisschen blöde. Aber im Leben nicht rum. Folge dem Navi-Pfad zum Ziel, ja. Ach nicht, ich komme da rum, ey. Geil. Ganz ehrlich, gefällt mir. Noch ein bisschen holprig das Ganze, aber... Cool. Ohne was kaputt zu machen, das will was heißen. Wie weit müssen wir denn? Fahre zum Zielort. Dann müssen wir den Truck dann in der Position parken, okay? Das ist nicht schlecht, das macht Spaß. Ich habe es übrigens bei mir auf der Wunschliste stehen und mal gucken, wenn es das gibt und je nachdem, was es kostet, könnte das Spiel dann in meinen Besitz übergehen. Also, ich glaube auch bei der Demo, dass wir nur diesen einen Auftrag hier fahren können. Es ist schon mal nicht schlecht, Mensch. Schon wieder Hütchen. Dass wir gleich so einen dicken Schwertransport fahren dürfen, ne? Cool. Ich glaube, da vorne die Kurve ist etwas sanfter. Hm? So, jetzt sind wir auf Werksgelände. Damit. Der parkt da und wir fahren hier rein. Aber ich denke, das wird so nach und nach noch knifflig, aber gefällt mir ernsthaft. Cool. Na komm schon, Maus. Sehr gut, jetzt müssen wir die Ladung nur noch so abstellen. Schwing ich dazu in den Kran. Okay. Kran auch noch. Mein Gott, wir müssen ja wirklich alles machen, ne? Wo ist denn der Kran? Ich muss ja echt alles machen. Kabine des Kranfahrzeugs. Warte mal. So, hier hinten rein, ne? Ah, okay. Kann ich das mit dem Joystick machen? Reagiert der da drauf? Nee.
Okay. Stützen ausfahren. Ladung greifen, bla bla bla. Wie soll ich denn jetzt die Stützen ausfahren? Achso, Stützen ausfahren, X. Okay. Sehr schön. Stützenkranarm einfahren. Okay, das wäre dann Taste C. Kranarm hoch auf W. Okay, alles klar. Kramen ausfahren lassen. Und da nehmen wir dann das E für. Okay. Runter ist S. A. D. Q. Und auf F12, um den Haken zu wechseln, richtig? Ach ne, F2. Aha. Gut. Wie soll ich denn? Also erstmal bei der Last wahrscheinlich möglichst hoch, sonst gehen wir auf den Bart. Höher als so geht er nicht, okay. Hakenmodus aktivieren ist H, okay. Haken nach unten ist S. Wie soll ich denn das anhängen? Haken über der Ladung wegen Hakenhologramm erscheint. Okay. Bin gespannt, wann das erscheint. Noch erscheint hier gar nichts. Na komm schon, Baby. Mal da. Ah, okay. Also, Haken-Hologramm erscheint, Haken am Hologramm ausrichten, Ladung einklinken, V, hängt das Ding dran. Okay. Da muss der hin. Soll ich den da jetzt hinkriegen? Mal Haken-Modus. Ach so, alles klar.
So, Hakenmodus raus. Mit D vorsichtig rüberschwenken. Kennen wir ja schon vom Bausimmer. Oh, das Ding schwankt, aber ich glaube, ich habe eine Laterne erwischt oder so. Passt das? Bisschen einziehen, würde ich sagen. Ladung zum Ziel bewegen. Ja, da sind wir ja in etwa. Müssen das Ding mal drehen. Kranarm bewegen, Ladung greifen, loslassen, Kran ein- und ausfahren, Haufen. Aber ich kann den Haken nicht drehen. Warum eigentlich nicht? Ladung runterlassen, S. Zielmarker wird gelb. Warte mal, passiert das? Kann ich denn das verdammte Ding drehen? Gar nicht. Okay. Weil der ist ja jetzt überhaupt nicht im... Der ist ja überhaupt nicht im Lot. Richte dich mal rum, das wäre mal ganz, ganz dufte Sache eigentlich. Ach so, dumme, ne? Warte mal, A. Da rotiert nichts. Da rotiert nichts.
Der Marker wird nicht wirklich gelb. Aber es muss so genau gar nicht sein. Na, guck mal einer an. So, aus dem Kran aussteigen. F. Gott, Agathe. Und Zielmarker. Jawohl, das war's. Das Tutorial haben wir abgeschlossen. Wir gucken mal, ob wir da in Zukunft noch mehr machen können. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn es ein Däumchen nach oben gibt, wenn es einen Kommentar gibt, was auch immer. Und mal schauen, ob wir hier in diesem Demo noch mehr machen können. Das machen wir beim nächsten Mal. Heute haben wir 36 Minuten rum. Das reicht und ist erstmal spannend genug. Ich bedanke mich bei euch. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Aber beim nächsten Mal. Heute haben wir 36 Minuten.